guckt mal hier. Ganz schöne Aussicht mit dem Sonnenuntergang da hinten. Wenn es klar wäre, wären da irgendwo die Vogesen. Aber ist nicht klar. So, stand beim Ben. Ja, jetzt ging es besser. Jetzt habe ich eigentlich wieder ein bisschen Kraft regenerieren können. Könnte jetzt also gut noch ein Stückchen weiter. Muss jetzt mal Karte checken, weil hier steht jetzt gerade was von Naturschutzgebiet, in dem kann ich natürlich nicht übernachten. Ich muss mal gucken, wie groß das ist, ob ich da noch durchkomme oder ob ich dann lieber hier bleibe. Hier gäbe es jetzt gerade spontan den einen oder anderen Flecken, wo ich sagen würde, ja, da könnte man bleiben. Ja, ich check mal die Karte, dann spreche ich wieder mit euch. Zwei Dinge, bevor ich das letzte Licht noch gewinnbringend nutze. Also ich will hier jetzt nicht durch den Schnee stapfen, aber das ist nochmal so eine Flakstellung, ähnlich wie die auf der Hornisgrinde. Die dürften auch zur Luftverteidigungszone West gehören. Und ja, gibt es hier also auch welche. Und zweitens, während ich weiterlaufe und hoffentlich nicht allzu bescheuert aussehe, also Naturschutzgebiet ist nicht so das Problem. Das ist nur auf der einen Seite vom Weg, auf der anderen Seite vom Weg nicht. Der Weg ist also quasi so ungefähr die Grenze. Ich müsste also nur gucken, auf welcher Seite vom Weg ich nächtige. Dann geht das auch. Oh, da ist nochmal so eine Flak. So eine Flak-Geschichte. Oh, da muss ich sowieso runter. Okay, dann zeige ich das gleich, wenn ich da bin. Ja, und ich habe jetzt die Hälfte in quasi einem halben Tag die Hälfte der Etappe gelaufen. Und zwar die erheblich schwierigere Hälfte mit diesem mörderischen Anstieg. Der hat schon richtig Kraft gekostet. Die fehlt mir jetzt irgendwie. Oh, da gibt es einen Bauwagen. Auch für Survival-Zwecke ganz interessant. Insbesondere, da den scheinbar schon mal jemand für Survival-Zwecke verwendet hat. Wenn ich mir diese Öffnung da so angucke, könnte mir gut vorstellen, dass da tatsächlich mal einer reingekrochen ist, weil er uns für Recken irgendwo einen Platz zum Übernachten gebraucht hat. Ja, oder hat gedacht, da wäre was Wertvolles drin zum Klauen. Die beiden Optionen gibt's. Ja, aber hier nochmal so eine Flakstellung in nah. Jetzt stapfe ich halt doch durch den Tiefschnee. Also nur fürs Protokoll. Das sieht dann so aus hier, ne? Klar, in so einem Teil könnte man jetzt natürlich auch durchaus mal wieder nächtigen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ja, es wäre schon eine Option. Ha! Ha! Nein, ich suche mal ein Plätzchen im Wald. Wenn ich hier durch den Schnee jemals wieder rauskomme. Sorry wegen der Wackelkamera. Ich merke es langsam wirklich mit dem Schnee und so. Und ich bräuchte jetzt halt zumindest mal eine Pause. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Dazu könnte ich noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, ich gucke lieber in die Landschaft als auf mich. Die ist nämlich gerade ganz hübsch. Und zwar, Pausen ist im Winter ja so eine Sache. Weil wenn man sich bei den Temperaturen, die wir hier gerade haben, für ein Stündchen an den Wegesrand hockt, da ist man danach ein Eiszapfen. Es sei denn, man zieht sich in der Pause nochmal richtig viel warmes Zeug an. Dann kann man ein bisschen länger Pause machen. Aber auch dann wird man relativ bald auskühlen. Die einzig wahre Möglichkeit, länger Pause zu machen, sprich lagern, ist dann mit dem Schlafsack. Also ein Schlafsack und im Regelfall natürlich auch noch ein Zelt, aber das habe ich jetzt natürlich nicht, sind wirklich dann das A und O, wenn man einen längeren einen längeren Aufenthalt plant. So, jetzt aber. Ja, ich weiß schon, warum ich Stöcke dabei habe, die mir ja gerade nicht so viel nützen, weil ich ja mit der Kamera quatsch. Also ich brauche mal wirklich so eine GoPro oder sowas, was ich mir auf den Kopf stecken kann, damit ich meine Stöcke weiter benutzen kann, wenn ich schon beim Laufen filmen möchte. Die Lichtstimmung ist wunderschön. Ich weiß nicht, inwiefern man das auf der Kamera so richtig sehen kann, aber wirklich wunderschön. Es ist überhaupt hier ein ganz herrliches Eckchen und ich bereue keinesfalls unterwegs zu sein. Könnte allerdings eine ganz spannende Nacht werden. Jetzt beginnt sie dann demnächst. Die lange Dunkelheit. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Gut, ich melde mich, wenn ich einen Lagerplatz gefunden habe, dann wahrscheinlich mit Stirnlampe
Außer es kommt dazwischen drin noch mal so ein großartiger Felsen mit toller Aussicht. Ja, da sieht man eh nichts mehr, das Licht ist jetzt gleich weg. Also zumindest für Filmzwecke reicht es nicht mehr, aber... Ah ja, ihr werdet ja schon sehen, wann ich mich melde. Muss ich ja nicht immer sagen. Hirn ist langsam etwas tiefgekühlt. Nee, mir ist warm, mir ist richtig warm, ist überhaupt kein Problem. Noch. So, also man kann ganz schlecht erkennen, dass da so Kochzeug rumsteht. Benzinkocher hat gerade noch gebrodelt. Ja, ich filme das morgen. Das ist meine erste, seit langer, langer Zeit, meine erste Winterübernachtung. Im Schnee natürlich. Plätzchen ohne Schnee gibt es hier weit und breit nirgends. Weiß nicht, ob man sieht, aber da ist eine Plane. Also ich habe ein Dach über dem Kopf und in der Hoffnung, dass das nicht gleich beschlägt. Das hier ist mein Essen. Das sind Tortellini in Tomaten. Naja, es sollte Soße werden. Es ist eher Suppe, erfüllt aber seinen Zweck. Habe mir also direkt sogar ein Zwei-Gänge-Menü zubereitet. Die Soße habe ich noch extra gemacht. Und ja, so sieht es hier jetzt entsprechend aus. Da hinten habe ich mir so einen kleinen Schneewall als einen zusätzlichen Windschutz gebaut. Das ist halt das Zeug, was hier sonst noch so rumliegt. Isomatten sind ausgelegt. Mit dem Schlafsack habe ich mich zugedeckt. So sieht es in der anderen Richtung aus. ja, weit gucken kann man nicht. Ich mache jetzt nicht extra die Lampe entsprechend heller. Und jetzt kriegt ihr nochmal mich zu sehen. So, hier die aktuelle Lagerversion von Ben. Tatsächlich hat er jetzt mal keinen Hut auf. Dafür so eine Bankräuberkappe, Schemmeck um den Hals, in BW-Kälteschutzjacke gewickelt. Sinnvollerweise sollte ich mir eigentlich fast noch mehr anziehen, aber ich werde jetzt auch gleich in den Schlafsack kriechen. Es ist im Prinzip noch kacke früh, wahrscheinlich irgend sowas um 7:15. Aber das macht ja überhaupt nichts. Ich kann ja im Schlafsack noch ein bisschen lesen. Also schlafen kann ich jetzt noch nicht, aber ich werde mich einfach ein bisschen entspannen und noch ein bisschen über Gott und die Welt nachdenken. Und vielleicht mache ich noch ein kleines Update, bevor ich schlafen gehe. Es ist dunkel. Wo lagere ich denn überhaupt? Ich bin quasi diesen Buckel darunter gelatscht, den ihr in der letzten Szene gesehen habt. Und habe dann da unten eine prima tolle Windschutzböschung gefunden. Und hinter dieser prima tollen Windschutzböschung sah es irgendwie gemütlich aus. Geraden Boden braucht man ja erfreulicherweise nicht, wenn dick Schnee drauf liegt, da kann man sich alles zurecht drücken, wie man das halt anatomisch an die Wirbelsäule angepasst haben möchte. Also das ist ganz praktisch. Und die Bildqualität ist entsprechend unter aller Kanone. So ist, es ist die Frage, ob das wirklich besser ist. Und jetzt mein Essen wird kalt und daher futter ich jetzt weiter und dann mache ich noch einen kleinen Status-Update, wie es mir denn so geht, bevor ich dann wirklich schlafen gehe. Bis dahin werde ich hoffentlich noch einigermaßen überlegen. Aktuell ist mein linker Fuß jetzt wieder einigermaßen aufgetaut. Mein rechter Fuß, der noch nicht so ganz, da muss ich mir noch irgendwas Alternatives einfallen lassen. Vielleicht stecke ich ihn noch in einen Suppentopf oder sowas oder ein wenig über den Benzinkocher. Habe ein bisschen gebraucht, um das Ding wieder in Gang zu kriegen. Ich habe den lange nicht benutzt, aber es hat dann am Ende doch funktioniert und ja, jetzt esse ich erstmal auf. Bin schon fast satt, das ist eine große Portion. Und dann hier wieder eine Ergänzung vor schöner Aussicht. Nämlich habe ich die Gelegenheit mal nützen wollen, in der Nacht auszuprobieren, was denn jetzt nun wärmer ist. Dick eingepackt in den Schlafsack reinliegen. So nach dem Motto, je mehr Schichten an Isolationsmaterial um einen rum sind, desto wärmer ist es. Oder halt eben doch nur relativ leicht bekleidet, also mit langer Unterwäsche und in meinem Fall hatte ich noch einen dünnen Pullover zusätzlich an, reinliegen, weil dann die Isolationsleistung des Schlafsacks am besten ausgenutzt werden soll. Was stimmt denn jetzt nun von diesen beiden Gerüchten? Und habe mich also zuerst mal mit quasi so dick eingepackt, wie man mich da noch gesehen hat im Dunkeln, mal reingelegt, um zu testen, ob das was bringt. Resultat war, es wurde relativ schnell recht kuschelig. Dann bin ich aber nach und nach immer weiter ausgekühlt und es wurde dann irgendwann richtig, richtig kalt. Also trotz, ich glaube, 2 dünner Pullover und einer Fließjacke und einer Bundeswehr-Kälteschutzjacke und noch einer Softshelljacke. Also so richtig viele Schichten. Das war dann offensichtlich zu viel. Hat also überhaupt nicht funktioniert. Hab dann also besagte Zusatzschichten ausgezogen und dann nur noch eben einen dünnen Pulli angehabt, den man gleich sehen wird, wenn ich wieder aufwache, in der Aufwachszene bzw. Aufstehszene. Und dann war es auf einmal kuschelig. Also
Klamotten ausziehen, wieder in den Schlafsack und plötzlich ist es richtig, richtig warm geworden und dann hatte ich auch keine weiteren größeren Probleme im Verlauf der Nacht, was die Temperatur angeht. Wirklich gut schlafen habe ich trotzdem nicht, weil ich einfach auch nicht müde war und die Nacht insgesamt ohnehin so lang. Also ich muss mir für die Zukunft merken, dass ich mir mehr Beschäftigungsmöglichkeiten mitnehme, wenn ich im Winter ewig früh schlafen gehen muss, weil es ewig früh dunkel wird. Da kann doch kein Mensch pennen, wenn man schon um 7 schlafen geht. Also ich zumindest nicht. Gut, habe die Nacht überlebt und jetzt stehen wir dann wieder auf. Guten Morgen. Bin gerade aus dem Sack raus. Es ist zugegebenerweise nicht so sehr morgen, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich habe mich einfach nicht noch früher aus dem Sack rausgetraut. Und jetzt heißt es erstmal warm einpacken. So. Also es ist jetzt circa 8 Uhr. Irgendwo hatte ich noch einen zusätzlichen Pullover. Mal gucken. Jawohl. Plan besteht jetzt darin, dass ich mich jetzt schnell wie möglich so warm anziehe wie möglich, eben für das Lagerleben. Dann werde ich gucken, dass ich die Füße schon so gut es geht noch irgendwie im Schlafsack lasse. Die kühlen nämlich sehr schnell aus. Und ich werde mir auch gleich die Beine noch ein bisschen mit dem Schlafsack zudecken. Also die Hose. Dankenswerterweise muss ich gerade noch nicht aufstehen. Also, ne? Sollte klar sein, warum. Habe ich heute Nacht irgendwann mal zwischendurch erledigt. So. Da sieht man jetzt auch noch ein bisschen mehr vom Ben. Das Problem ist, im Winter dauert alles länger. Also sämtliche Lagerarbeiten ziehen sich ganz schön in die Länge und natürlich hätte ich früher aufstehen sollen. Aber das war einfach nicht möglich. Die Psyche ist halt wirklich extrem wichtig bei all solchen Unterfangen. Und gerade wenn man alleine ist, ist es nicht so einfach, sich dazu zu überreden, wenn es arschkalt ist draußen und im Schlafsack nicht, diesen zu verlassen. Ja, also da ich ja gestern Nacht nicht mehr so viel gefilmt habe, wollte ich jetzt heute Morgen noch ein bisschen mehr in die Richtung machen, auch um mich selber ein bisschen zu motivieren und mir einen Grund zu geben zum Aufstehen, weil ich weiß ja, ihr wollt möglichst viel Videomaterial haben. Kann ich ja auch irgendwo verstehen. Und das irrt mich natürlich auch und demzufolge will ich dann natürlich ein bisschen was abliefern.